Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen. Und herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Ja, wir wollen weiterspielen, wir wollen erkunden, was es hier alles Schönes zu sehen gibt. Da zum Beispiel eine Blume, die wir pflücken können. Und die Truhe haben wir, glaube ich, schon geöffnet, meine ich, in der letzten Folge. Schauen wir mal eben nach. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal den Weg zurück, den wir gekommen sind, und schauen uns dann ein bisschen weiter um. Beziehungsweise, ich guck mal eben, was habe ich denn noch auf den Quest, auf der Questliste stehen. Wettlauf gegen einen Unbekannten. Mist, jemand ist schon vor uns auf der Krabbenküste angekommen und versucht ebenfalls den großen Schatz zu heben. Wir müssen uns beeilen, wenn wir nicht zu spät kommen wollen und schon alles weg ist, bevor wir den Schatz erreichen. Jo, den Schatz haben wir ja gefunden. Dann der alte Tempel. Patty hielt mir diese merkwürdige Schatzkarte hin mit den Worten: Lass uns den legendären Schatz im alten Tempel der Krabbenküste heben. Tja, was hatte ich da schon für eine Wahl? So, das werden wir mal markieren auf der Karte. Denn ich habe natürlich mit einem anderen Charakter schon mal ein bisschen vorgespielt. Und der Tempel, der kommt nämlich hier vorne. Ein kleiner Tempel. Was wohl passiert, wenn man an dem Hebel da drüben zieht? Beziehungsweise, das ist nicht der eigentliche Tempel, den wir suchen, sondern das ist halt, ja, so ein kleiner Tempel. Aha. Diese Ruinen bergen viele Geheimnisse. So, was gibt's denn Schönes? Goldmünzen gibt's. Nee, Quatsch. Doch, Gold gibt's. Und eine Kristallfackel. Jo, das nehmen wir doch alles mal mit. Ein sehr altes Buch. Der Donner grollte durch das Tal und die Erde bebte, als ich mich dem großen Tor des alten Tempels näherte. Allein meine Feuerfaust gab mir ein wenig Sicherheit gegen die wilden Tiere des Dschungels. Hm. Wenn das ein Magier geschrieben hat, ist er bestimmt schon lange nicht mehr hier. So, und weiter geht's. Wir schauen mal eben kurz in die Map rein. Wir sind jetzt hier und... Wo ist denn das Questziel? Hm. Auf jeden Fall da hinten müssen wir hin. Schauen wir noch mal genau, da müssen wir hin. Und da werden wir uns jetzt mal zusammen hinbegeben. Da kommen wir nicht rüber. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Sieh dich hier mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Finde einen Weg über den Graben. Und jetzt schaut mal zu. Der Stamm des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Jetzt schaut mal zu, was unser Held alles kann. Ja, natürlich. Er kann mit geballter Manneskraft so einen Riesenbaumstamm umwuchten. Gut gemacht. Lass uns weitergehen, Brüderchen. So, da hinten steht schon wieder... Versteckte Täler sind genau mein Ding. Da hinten steht schon wieder... Verdammt. Da war er doch schon wieder, oder? Er sieht fast aus wie... Da hinten stand schon wieder. Alte Ruinen. Hier hat vor langer Zeit jemand gelebt. Da hinten stand schon wieder der Kapitän, wollte ich sagen, gegen den wir ja am Anfang gekämpft haben.
Jetzt muss ich doch mal eben was gucken. Und zwar, ich bräuchte mal ein bisschen Grog. Das schieben wir uns mal in die Null. Dann noch den Rum. Und dann packen wir uns noch ein bisschen Proviant rein. Heute sind hier nur noch Affen. So, bevor wir die Treppe hochgehen, würde ich sagen, schauen wir uns hier unten noch mal so ein bisschen um. Da gibt es eine Leiter. Aber bevor wir auch die Leiter hochklettern, würde ich sagen, nö. Wir schauen uns noch weiter ein bisschen um. Denn hier könnte es doch durchaus noch ein paar nette Sachen geben. Jawohl, auch das werden wir alles nehmen. Ein Feuerregenzauber. Sehr hilfreich, wenn du mehrere Gegner ausschalten willst. Genau, und den Feuerregenzauber, den werden wir uns auch gleich mal in die Schnellstartleiste ziehen. Und dann werden wir mal die Leiter nach oben klettern. So wie es aussieht, war das wohl schon alles. Obwohl da ja noch irgendwas auf dem Tisch liegt, aber das können wir wohl nicht mehr nehmen. Nö. Das sieht so aus, als wenn das alles gewesen ist. Dann klettern wir mal die Leiter wieder nach unten und würde sagen, jetzt gehen wir mal die Treppe nach oben. Außer ich habe hier noch irgendwo was übersehen. Doch, da ist, glaube ich, noch ein Raum, den ich übersehen habe. Oder war ich hier schon drin? Nein, hier war ich noch nicht drin. Hier liegt nämlich noch jede Menge Gold. Ups, was ist das? Schlangenwurz. So, gibt's hier was Schönes? Doch, da liegt irgendwas. Eine Schatulle. Ist wahrscheinlich Plunder, denke ich mal. Hier ist aber noch eine Muschel, die leider leer war.
Jo, die Schatulle kann ich auch nicht öffnen. Gut, schauen wir mal weiter. Schau mal, dort drüben ist irgendetwas. Aber es scheint keinen Weg dorthin zu geben. Es sei denn, man kann fliegen. Ja, fliegen müsste man können. Und ob wir denn weiter fliegen können, ob wir darüber fliegen können, das sehen wir in der nächsten Folge von Risen 3 Titan Lords. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Bye-Bye.